Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Raft. Wir haben letztens unser mehrstöckiges Tierhotel fertiggestellt. Mit Bewässerung. Somit geht's jetzt weiter. Ist hier noch nicht erntbar. Geht jetzt weiter mit der Front. Ich habe alles weggerissen da, um bereit zu sein für die Kescher-Netze. Die werden wir jetzt mal angehen. Ah, da. Da kommt jetzt nämlich Tangaroa. Ich war noch nie zweimal bei einer Insel, was so Koordinaten hat. Also aus der Story kommt. Ich möchte mal schauen, ob die resettet. Erstens habe ich keine Erdbeersamen mehr, was jetzt egal wäre. Aber rundum stehen da 1000 Bäume und ich brauche jetzt verdammt viel Holz. Und ich habe aber leider nicht verdammt viel Holz. Oh, es geht. Aber ich habe ja auch schon gefarmt jetzt eineinhalb, zwei Stunden. Das heißt so viel wie. Wir werden jetzt... Ja, sehr schön. Wir werden uns jetzt mal Gedanken machen, wie wir das angehen. Wie man das in grobe Vorstellung hat. Ich will da vorne so eine Zange haben. Und an der Spitze der Zange eine Zipline. Und von hier in die Höhe, damit ich nach vorne kann. Aber ich möchte auch, wenn ich hier lenke, spätestens wenn ich so lenke, die Zange da sehen. Also richtig massiv, so richtig, richtig. Damit ich schön die Inseln ansteuern kann. Dann über die Kescher-Netze hinweg hinlaufen. Gut. Das Ganze beginnt jetzt mal so. Diese Netze hier brauchen Nägel. Das ist mein Hauptproblem. Nägel braucht Schrott. Schrott ist kacke. Weil Schrott leider nicht in rauen Mengen überall rumzufinden ist. Könnten wir mal einfach ein paar Nägel machen. So, das reicht ja mal vorerst. Und die alle wieder rüber. Das legen wir noch bei der Insel an. Und dann geht's los. Die Seile mache ich mal eben aus die Insta-Pumster. Da habe ich ja genug aus die Palmenblätter. Ich habe ja auch genug. So, gar nicht mehr so arg. Die können eh mal ein bisschen dezimiert. Das sind eh so viele. Leider gibt es ja kein Craft All. Ich sollte mich ein Stück darüber drehen, dass ich da nicht irgendwo dagegen knall. Also komplett resetten tut es jedenfalls nicht. Die Bäume dürften wieder hier sein, so wie es ausschaut. Aber komplett resetten ist nicht, weil sonst wären jetzt da die Emergency Bridges nicht unten. Ist da auch irgendwo, dass ich abgesprengt habe? Nee. Ah, wurscht. Gehen wir mal zu so einer Insel hin. Schauen wir, vielleicht finden wir ein bisschen was, was man doch noch irgendwie verwenden kann. Das ist so nicht Insel, sondern Emergency Bridge da. So, na, ich bin gespannt. Ja, es geht auf jeden Fall gleich los. Ich schaue mich da jetzt noch kurz um. Und dann... Das will ich euch jetzt nicht da antun, dass ich da jetzt die ganze Zeit rumrenne. Schau, ist das respawned oder nicht? Das tue ich euch jetzt gar nicht an, weil ja, es gibt ja ein paar zu der Insel, da hat sich ja nichts verändert dran. Somit suche ich da jetzt mal geschwind. Und dann sind wir gleich wieder hier mit dem Umbau. Bis gleich. So, da sind wir wieder nach langem, und ich meine wirklich elendig langem Farmen. Das seht ihr gleich an den Mats, die ich habe. Sind wir wieder mitten auf See. Ich habe jetzt mal gebremst, weil wir die ganze Zeit so willkürlich sonst in Inseln rauschen. Ich habe jetzt was umgebaut. Ich habe den Computer hier in die Mitte gestellt von meinem Floß. Das sollte passen. Und habe umdisponiert. Ich habe hier ein Rad hergemacht für Rechtsinseln und hier ein Steuerrad für Linksinseln. Heißt so viel wie... So. Wir können breiter bauen. Das werden wir jetzt mal machen. So. Mal verstärken. Dass da nicht gleich was Böller geht. Wir machen jetzt mal nur eine Seite und dann mache ich off-Video die zweite Seite. Weil es ja praktisch das gleiche dann ist. So. Ich werde mich jetzt also immer hier so herstellen und will da irgendwo dann meine. Wo ist das? Ja, genau. Und will hier jetzt dann irgendwo meine Dinge sehen. Das Fangnetz. So.
So, dann bauen wir hier mal weiter. Bauen wir mal ein bisschen rum, bevor man sich da wirklich jetzt mal das weitere überlegen. Jetzt gehen wir mal ein paar Schritte, 1, 2, 3 oder so, gehen wir mal nach vorne jetzt. Ihr glaubt es gar nicht, wie lange ich für das Zeug da gekramt habe. Also, ihr wisst, jeder, der das Spiel spielt, weiß, wie schwer es ist, an so Sachen ranzukommen. Und zum Beispiel wie das Metal, also den Scrap. Es ist wirklich schlimm gewesen, da so viel zusammen zu farmen. Mit viel meine ich wirklich viel. So, komm hier her. So, kann hier. Gehen wir mal zwei nach rechts jetzt. So, das verstärken wir gleich wieder, damit nicht unser Haifischli-Fischli da irgendwie blöd ist. Ja, ich meine, irgendwie sehr lieb der Haifisch. Der versucht ja auch nur zu überleben. Was er nicht lang wird, wenn er das weitermacht, weil dann werde ich ihn leider erschlagen. Gott, haben wir das wieder kaputt gemacht. Ich habe mir übrigens 200 solche Netze gebaut. Bisschen ein Aufwand, auch der Grund, warum die Parts ein bisschen verspätet kommen. So. Ah, daneben. So, wenn ich jetzt nur irgendwas so hab und fahre so spazieren, dann kann ich noch einmal. Wir gehen mal eins weiter, dann nochmal zwei nach rechts. Eins gehen wir noch weiter. So. So, und jetzt gehen wir nach rechts. Was? Ich habe kein Plastik mehr. Das gibt's gar nicht. Ich habe wirklich viel davon gefarmt. Ihr seht es gleich. Ja. 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 Mist. Ich habe wirklich stundenlang im Kreis rumgefahren. Wie ihr hier seht. Einfach nur, um das jetzt in einem durchzuziehen, das Bauprojekt. So. Ich muss hier auch noch die Dreikerl auffüllen, dass man schön laufen kann, Seile hinmachen. Also ich hab schon noch einiges zu tun. So ist nicht, aber ich will hier jetzt mal einen riesen Kescher haben. So, hier. Ich muss immer nur schauen. Mir ist ja das Wichtigste, dass man es von oben her steuern kann, wenn man da ist. Das muss ich schauen, dass ich im Bild bleibe, weil ich jetzt irgendwas nichts angewählt habe. Ja, das schaut schon mal gut aus. Jetzt gehen wir mal ein bisschen was essen, würde ich mal sagen. Trinken in dem Fall. Aber unsere Melonen machen das schon. Die Melonen kommen immer gut zurecht. So. Oh, schauen wir mal. So, wenn wir hier fahren, kann man hier schön Ding. Jetzt muss ich mal schräg nach vorne weiter. Das heißt, ich muss hier weiter bauen. So, sieht gut aus. Ich habe noch für 5 Felder habe ich noch die Nägel.
Na dann werden wir da mal ein bisschen Gas geben. So, also die muss ich jetzt alle noch Eisen verstärken, sonst habe ich jetzt in Kürze ein Problem mit meinem Haifischli. Oh fuck. Ich habe vergessen, ich brauche die fix aufstehenden Dinge auch und nicht nur die anderen. Na gut, dann. Nägel. Wir haben ja auch Nägel gefarmt. Ihr seht schon, das ist schon eine ziemliche Laufstrecke. Aber ich will das massiv haben. Ich will das sowas von dermaßen und unglaublich massiv haben, wenn ich nochmal farmen gehen muss. Das ist mein massiver Cacher und ich brauche auch eine Zipline dann. Wobei die Zipline das ist suboptimal ist, eher so, dass man macht es halt, weil es ist, im Prinzip. Das liegt daran, weil man immer dieses komische Ausrüstungsgegenstandsteil mit haben muss. Und das ist im Endeffekt einfach, ja, gelinde gesagt, wieder ein Platz, den man verschwendet, nur um da nach vorne zu sippen. Ich überlege gerade, wie ich das weiterbaue. Nägel habe ich noch, haben wir aber Holz auch. Das heißt, ich könnte hier jetzt eigentlich... Ich kann eigentlich nicht einfach nur nach vorne bauen, oder? Geht das überhaupt? Mein Problem ist nämlich, wenn ich dann ein Netz mache, kann ich da nicht noch eins machen. Also nur nach vorne geht gar nicht. Ich kann eigentlich nur so bauen. Dann könnte ich theoretisch hier so ein Viererpulk machen. Und ein Netz rein. Ja, das, so macht man das. Das wird man auf der zweiten Seite genauso bauen. Dann noch Dreiecke rein, beziehungsweise so, also da hier Dreiecke rein. Dann noch Geländer ran, dass man nicht runterfallen kann. Zumindest rechts nicht. Gut, wir können es links auch machen, weil es wurscht ist. Da brauchen wir noch einiges, aber bist du fertig? Da haben wir ja, hoppala, da haben wir ja ordentlich was vor. Tja, und ihr seid natürlich wie immer live dabei. Also fast live. Es war so klar, dass es sich um einen einzigen Metallbahn nicht ausgeht. Okay. Ich lasse das jetzt mal so. Ich werde auf der anderen Seite gegenüber das gleiche bauen und dann sind wir gleich zurück in den Park. Okay, meine Freunde, das immer wieder. Wir haben leicht umgebaut. Zeige ich euch gleich. Zuerst die rechte Seite. Oh nein, zuerst die linke. Also, ich habe jetzt mal hier so ein kleines Wegerlzung mit ein paar Fangnetzen. Nein, ich will nichts kompensieren, aber ich neige zum Übertreiben. Hier habe ich mir die Seilrutsche hergemacht. Die muss ich hier abstellen. Das muss ich drüben noch umbauen. Da seid ihr jetzt live dabei. Wir brauchen drei hier und müssen jetzt auf die andere Seite rüber. Und dann seht ihr auch, wo ich das angehängt habe. Ich habe es da oben so auf so ein Ding rangehängt. Man kann da leicht runterfallen. Ich muss ja schauen, wie ich das mit den Netze hinkriege. Also mit die Seile, was da rechts sind. Links könnte ich es auch aufbauen, diese Teile hier. Aber es ist das Problem. Fällt man einmal durch blödes Rumhüpfen ins Wasser, kann man nicht mehr rein. Das heißt, ich lasse die eine Seite offen. Und hier müssen wir mal abbauen. So, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Das auch nicht mehr. Stepper, das hat jetzt dauert, bis das fertig war. Leckt mich am Arsch. Aber im Endeffekt... Ich sag... Oh, das geht sicher aufs Letzte aus. Ich denke mal... Hat sich ausgezahlt. Muss ich ehrlich sagen. Also ich bin hier noch... wirklich froh. So... Die müssen weg, weil man fährt nämlich an diese komischen
Seilsäule, fahrt mal dagegen mit der Seilrutsche. Das ist ein bisschen blöd, jetzt weiß ich nicht, wo habe ich ihn denn hingestellt. Ich glaube, da vorne in die Ecke, daher glaube ich. Schauen wir mal. So, Seilrutsche. Einmal. Da muss ich ihn nochmal hinlaufen. Jetzt schaue ich nur auf die andere Seite. Das ist ja schon fast zum Laufen ewig und 3 Tage. Boah, ich bin schon gespannt, was ich da alles zusammensammle. Steppert, wenn ich da ein bisschen spazieren fahre, dann muss ja sowas von Amas viel Mats drin sein. Ja. Hierher, die 3 offen. Ja, das passt. So, jetzt habe ich unnötig dahin gerannt. Dann brauchen wir hier noch eine Leiter, wenn wir noch die Seile da verwenden da. Das Blöde ist nur, ich weiß nicht, ob die Seilrutsche wirklich nützlich ist. Also das kann ich jetzt noch nicht beantworten, das weiß ich nicht. Wenn wir mal das hier und hierher machen, dann müsste man eigentlich, kann man da losrutschen dann? Ja. Geht. Und? Ja, normal sollte ich abprallen, ich stecke da immer fest. Stört mich jetzt eigentlich weniger. Theoretisch kann ich das auch zumachen da. Das braucht keiner. So gut, dann werden wir mal die Seilrutsche platzieren auf der anderen Seite auch. Boah, was ich mir da alles antue. Nur für euch. Wirklich. Normal hätte ich mir da drauf pfiffen irgendwann schon. Aber ich wollte einfach das was Massives bauen. Ich wollte es herzeigen. So, mal das daher. Rackfest Hotfix, ne? Also, das Spiel ist auch schon alt und trotzdem wird es noch hotfixed. Eines meiner ersten Let's Play Videos. So, dann gehen wir hier rauf. Machen wir gleich die Seile daher, weil das wissen wir ja, dass das passt. So, das stellen wir da ab. Ja. Zack. So, jetzt zieht man das Seil. Man drückt E drauf einfach nur und verbindet einfach 2. Eins muss klarerweise höher sein, weil nicht motorisiert, sondern einfach nur durch Schwerkraft rutscht man. Ich weiß nicht, ob ich eins retour auch machen soll. Tada! Dann könnte man retour eigentlich auch wieder fahren. Das wäre eigentlich cool. Da brauche ich dann immer halt mein Seilrutschenteil mit. So, hierauf. Hui, schauen wir, ob wir da auch stecken bleiben. Geräusch ist weg. Ja, tun wir. Sehr gut. Eigentlich ja cool. Wenn wir jetzt hier... könnten das natürlich komplett auf die Spitze treiben. Und könnten eigentlich hier eine Leiter mit einer Seilrutsche hinmachen. Dann könnte man zurückrutschen auch wieder. Nicht nur hin. Wo kommen wir denn da an? Können wir eh überall. Also theoretisch wäre das ja möglich. Ich weiß noch nicht, ob ich das will. Will ich das? Fragen über Fragen. Gut, das könnte man auf der Innenseite auch. Das könnte man hierher machen. Kann ich eine Leiter hinstellen? Ich will nämlich außen eigentlich ziemlich genau, wenn ich wohin fahre, ziemlich genau anpeilen können. Wo ich mit dem Zangenarm da an der Insel touchiere. Somit wäre halt die Frage, ob ich das dazu bauen will mit hohen Sachen. Jetzt hätte ich so als Indikator die eine Seile, Säule da. Könnte aber das eigentlich, könnte ich das wirklich. Ich kann es aber. Wir werden es einfach mal probieren. Kann es ja wieder abreißen, auch wenn es mal auf den Senkel geht. So, wenn ich hier fahre. Habe ich genau den Punkt dort, um bei einer Insel anzupeilen. Wenn ich da jetzt da was hochbaue, wird das eigentlich... ja, eigentlich wird es nicht stören. Oder da. Natürlich so eine Sache. Schauen wir mal, wo wir die hinmachen. Ob wir das irgendwie hinkriegen? Na, warte mal, nee, da muss ich wieder... jetzt kommt es... ah, na, Blödsinn, Denkfehler. So, schauen wir mal, wo könnte man denn da die Leiter hinmachen? Ich bin da unter Wasser. Könnten da hier die Leiter hermachen? Dann brauchen wir hier eine Säule. Da oben ein Viereck, was jetzt irgendwie beschissen ist, weil... warte mal, nee.
Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So. So. Ah. Das wird sich nicht ausgehen. So. So. Nee. Zack. So, jetzt werden wir schauen, die Kisten kommen ja wieder weg dann. So, wo war denn die Mitte vom Floß? Hier. Das heißt, ich könnte das eine daher machen. Ziehen wir das mal mit. Komm mit, komm, komm, komm. Ey, das wird so cool. Wenn ich nicht ständig dann wahrscheinlich runterfallen würde. Jawohl! In den Sonnenuntergang und ich bleibe immer stecken. Wie wunderbar, das ist natürlich absolut cool. Wenn wir hier schauen, die Mitte vom Floß war ja da, dann machen wir das einer hierher. Bauen da drüben das gleiche auf. Wo haben wir das gemacht? An der Schräge. Schauen wir mal, ob wir genug Mats mit haben. 6 Seile, ei je, wie knapp. Schauen wir mal kurz. Die Leiter. Dann hierher. Die Säule wollte ich dann hier haben. Das Dreiecksteil da oben. Da. Danach ein ganzes. Zweimal das. Und einmal das. Seil ziehen. Komm mit. Daran. Naja, das schaut ja gut aus. So, jetzt probieren wir es mal aus. So. Jetzt marschieren wir hier rauf. La 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 la. Wir fahren nach vorne. Wie schnell wird das eigentlich kaputt? So kann ich nicht nachschauen gerade. Wieso ich beim Seilbahnfahren nicht mein Inventar anschauen kann, ist mir ein Rätsel. Nein. Bitte, tut doch. Dann werden wir gleich mal die Fahne da auch abreißen, wenn wir schon dabei sind. Alles massiv umzubauen. So, hierher. So, in der Mitte. So, das schaut gut aus. Oh, ich weiß, was fehlt. Ich weiß, was fehlt. Oh, Deko, 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 Deko. Laternen. Oh, mal schaut. Flanken habe ich auch nicht mehr welten. Holen wir welche. Muss ich mal alles mein Boot wieder aufräumen und dann die ganzen Konstruktionskisten da unten weggeben. Die habe ich ja größtenteils gemacht, weil ich einfach nicht so weit laufen wollte. So, dann mal schauen. Könnten wir erstens mal hier heroben herstellen, dass wir da was sehen. So. Hier und hier setzen wir da was, dann oh, da fehlt ein Seil. Dann werden wir in die Ecken da was stellen. Mal hier, ich weiß nicht, wie viel ich da herstellen sollte, aber ich könnte in jede Ecke einstellen, weil es cool ausschaut. Und da müssten wir es woanders hinstellen, weil ich sonst dagegen rausche. So, hier. Tut. Tut doch. So, das machen wir jetzt gegenüber auch. Habe ich da genug? 1, 2, 3, 4. Ja, das geht sich aus. Dann muss ich noch welche herstellen. Wie ich dann noch welche machen kann. So, das erste war hier. Ecke. Da in der zweiten. Dann hier. Schaut gut aus. Natürlich müssen wir ja nicht zurücklaufen.
können wir auch fahren. So, nein, da habe ich zwei hingestellt. Denken wir ja beides viel. So, okay, ich könnte jetzt zurücklaufen, wäre wahrscheinlich der gleiche Weg, ist aber langweilig, wir haben ja schließlich eine Seilrutsche. Also werden wir rutschen. Ich finde das ja noch immer sau cool, dass ich hier stecken bleibe. Normalerweise pralle ich da immer ab irgendwo, aber wenn es das mal beheben, muss ich halt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht daneben fliege und daher auch wieder innen keine Geländer, weil sonst kann ich nicht rauf, wenn ich mal ins Wasser fliege. Na, das schaut doch Weltklasse aus, oder? Wieso machten die da vorne eigentlich so wenig Licht? Da drüben beleuchtet die ganze Fläche. Da nicht. Was ist mit der? Ist der der Stoffausgang? Also, macht ja nichts. Steht aber nämlich genau richtig, also egal. So. Okay. Also können wir jetzt hier mal rumrutschen. Haltet eh lang, das wird eh nicht schnell kaputt. So. Schaut gut aus. Jetzt werfen wir da mal die Motoren an und fahren eine Runde. Ich überlege jetzt noch, ob ich noch was vergessen habe von meinem massiven Ding da. Dann suche ich mal eine Insel. So Leute, da bin ich wieder. Kurze Unterbrechung. Ich habe mich noch umgeschaut, ob ich irgendwo was vergessen habe, was ich noch machen wollte. Ich habe eindeutig zu viel Äxte. Ja, schaut gut aus. Dann werfen wir mal die Motoren an. Das Einzige, was ich noch schön machen möchte, ist, ich habe es verpeilt, die Batterien alle zu laden. Somit sind meine Tierchen da ein bisschen trauriger geworden. Ich habe hier noch ein paar Fackeln aufgestellt. Safety first. Bei Wasserleitungen kann natürlich nichts passieren. Hier habe ich die Pflanzen alle abgerissen. Das habe ich eigentlich auch nur gemacht, weil während den Umbauten die Vögel die ganze Zeit alles kaputt gemacht haben. Und das war mir dann doch zu blöd, dass da alles kaputt werden lasse, weil da kriege ich auch keinen Samen zurück. Deswegen habe ich dann einfach mal alles abgerissen und in meinen Kasten gelegt. Das ist sich eh nicht ausgegangen, wie man sieht. So, geht schon wieder. Muss man noch ein paar von den Dinger zusammensuchen dann. So. Gelbe hätte ich auch noch. Da haben wir noch einen Honig rein. Mache ich auch immer gern. Zack, zack. Ich brauche jetzt nämlich einiges an Treibstoff. Weil ich das Problem habe, dass die Batterieladungen auch alle brauchen. Aber ich hatte hier noch irgendwo Treibstoff. Mal kurz. Nö, nö. Trottel. Bin ich jetzt so blöd im Kreis gerannt. Aber hatte ich noch Treibstoff gebunkert. Seile gehen bald aus. Dann werden wir noch mit die selber welche herstellen. So, Treibstoff habe ich mit noch. Machen wir gleich noch was rein. So. So. Dann würde ich sagen, wir dampfen los. Die laden ja ein bisschen, das dauert ja eine Weile. Na, werfen wir das mal an. Und schauen wir mal, ob das funktioniert, was wir da gebaut haben. Peilen wir mal irgendeine Insel an. Ich würde sagen, Caravan Island wäre cool, weil da könnte ich mir ein Hühnchen holen zusätzlich. Das Caravan Island ist... Wenn ich mich nicht täusche, 1110. Müssen wir nach rechts abbiegen. Und geht schon wieder los. Jetzt ist es genau deswegen. Sag einmal. Genau deswegen habe ich eigentlich das alles weglassen, weil das schon so nervend ist. Aber hey, gehört zum Spiel. Trotzdem nervt's. Wenn ich da neue herstellen, zwei gleich oder so. Die sind immer so schnell kaputt. Das ist ein bisschen nervig. Ich hatte schon zwei. Da muss ich aber ehrlich zugeben, das hat genau gar nichts gebracht. Das war wirklich für einen Arsch und Friedrich. Dann brauchen wir... Jetzt muss mal... Schaut mal mal den Motoren an. Die Netze da müssen noch raus. Die reiße ich dann weg.
So, wir brauchen noch Plastik. Voilà. Dann das hier. So, gleich ein paar. Federn gehören hier rein. So, Alter, ich muss das alles neu schlichten. Ich hab das so verhunzt. Mach ich da rein. Essen wird überbewertet, oder? Das sag ich auch. So, dann haben wir ein Vögelchen mal. Eine Vogelscheuche mal. Daher. Zweite. Daher. Dritte ist ein bisschen kacke wegen an der Schachtel. Ja, komme ich aber drauf. Komme ich trotzdem ran. Passt. So, jetzt halt wieder mal ein bisschen Ruhe sein. Dann lege ich die Vogelscheuche auch rein. Ist ja schließlich, gehört ja schließlich zu dem ganzen Ding da dazu. Dann macht man sich noch ein paar Seilchen, die sind wir vorher ausgegangen schon halber. Jetzt sind wir mal die ganzen Blätter wieder weg. So, passt. Tschüss, Blatt. So, jetzt schauen wir mal. Da ist eine Insel. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie wir die jetzt anpeilen können. Das wird jetzt ein bisschen schwierig werden, das jetzt zu treffen, genau. Haben wir einen Caravan Island, das ist wohl deppert. Na, was, biegen wir mal ab. Biegen wir mal ab. Stellen wir das hier grad. Laufen auf die andere Seite. Und schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen ranlenken können. Ich kann gerade selber nichts dazu sagen. Ich hätte es halt selber nicht geglaubt, dass ich sowas baue. Ich wollte zwar immer, aber ich habe gedacht, das ist wieder so eine Idee, die man halt hat. Hey, das musst du mal machen, aber man macht es halt dann eh nie. Aber bin wirklich froh, dass ich es gemacht habe. So, weil theoretisch kann ich jetzt hier zurück. Zack. Zack. Massive. Ernsthaft, massive. Noch ernsthaft. Schon wieder die sieben Batterien leer. Eine brauche ich mit, sonst finde ich Caravan Island nicht. Warum ich Caravan Island anfahre, ist, weil ich die Hühnchen gern hätte. Und bei den Hühnchen weiß, ich ungefähr, dass es dort auf jeden Fall gibt. Und wenn wir da mal ein bisschen einschlagen, ist ein bisschen deppert, weil ich jetzt nicht sehe immer, wo ich hinfahre. Aber ich kann leider nicht zwei von den Computer aufstellen, das ist ein bisschen blöd, das geht leider nicht. Machen wir noch einen Erdsaal rüber. Ja, das passt. So, los geht's. Wir fahren. Stepper, theoretisch müsste ich ja alles einsammeln, was da jetzt ansatzweise auch nur irgendwo rumschwimmt. Da gibt es ja manchmal so breite... Das bringe ich nicht mal auf ein Bild drauf. Absolut geil. Absolut geil. Aber ich sehe, da muss auch leer sein, um das einzusammeln dann. Naja. So, wir sind auf Caravan Island angelangt und damit auch schon wieder zu Ende. Ich bin darüber gegangen, hab mir zweimal die, wie heißt das denn, diese Hühner da geholt, diese Eierlegmaschinen da. Bin ein bisschen umeinander gegangen, ich sag's gleich, ich hab mir ein bisschen meine Positionen angeschaut, wie man vielleicht auch ein schönes Thumbnail zusammenbringt.
Hat super funktioniert mit der Seilbahn. Wir können jetzt nur noch ein Stückchen geradeaus fahren, schauen, was wir da alles einsammeln. Das werden wir aber am nächsten Tag machen. Das heißt, wir werden kurz schlafen gehen. Weil bis jetzt hat das super funktioniert. Ich glaube nur, ich habe dann keinen Denkfehler drin. Mein Denkfehler ist relativ. Ja, die muss ich noch abreißen, das mache ich dann auf Video. Nicht jetzt ein Denkfehler direkt, sondern das Spiel wirft dir ja das Treibgut so eigentlich direkt vor den Floß. Somit ist es eigentlich selten, dass weit abseits überhaupt viel vorbeikommt. Ich habe übrigens auch den Greif eliminiert, weil er mal am Sack gegangen ist. Ist aber selber schuld dran, wenn er das macht. So, also nur das hier mal machen. So. Zack. So, haben wir den Anker raus. Wir fahren. Und somit sind die äußersten Dinge, die ich da gemacht habe, eigentlich ein bisschen für den Arsch. Ihr seht es von hier oben. Sobald Treibgut kommt. So, es füllt sich eigentlich, da war schon voll alles. Es füllt sich da die ganze Länge bis ungefähr hierher. Fühlen sie sich gut. Das ist die Breite eben, wo das Treibgut vom Spiel berechnet wird. Das heißt, es ist eigentlich wurscht gewesen, dass ich es so lang gemacht habe. Das bringt mir genau Nüsse, nada. Vielleicht werde ich da wieder mal umbauen. Werde hier aufhören. Werde das alles zurücksetzen. Hier das abschneiden. Und dann eine Doppelreihe machen. Dann noch eine Reihe von Treibgutsammler, weil ich glaube fast, dass das sinnvoll ist. Ich fahre jetzt mal eine Weile geradeaus und schaue mir einfach mal an, wo was viel drin landet. Ihr seht, das fahrt schon durch. Fast durch. Da ist gerade eins durchgeschwommen vorher. Es ist schon schön, sehr massiv. Wahrscheinlich lasse ich es auch so und mache einfach eine zweite Reihe dran. Aber mit einer geht sich schon bald nicht mehr aus. Und es ärgert mich gerade ein bisschen, dass das nicht ab und zu mal was kommt. Eigentlich sind die alle für den Arsch da vorne. Arsch und Friedrich. Hey, ich habe mich nochmal umgeschaut, habe mir nochmal gedacht, was könnte ich machen. Und hier ist jetzt das Ergebnis. Eine massive Vierfachreihe an Cashernetzen. Das hat genau den einen Sinn, weil die kommen ja wirklich, wenn man fahrt, immer mittig daher. Ich werde jetzt mal kurz mal die Motoren anwerfen, um es zu demonstrieren. So, also ihr seht, von hier her oben aus sieht man es gut. Na, gehen wir noch ein bisschen höher. Egal, ist wurscht da hinten. So, hier. Okay, ich komme nicht voran. Mein Boot ist zu schwer anscheinend. Also ich glaube fast wirklich, dass mir da noch ein Motor fehlt. Ich habe das Problem von vorher gelöst. Ich habe ganz gedacht, warum fährt das Floß nicht? Gibt's ja nicht. Danke, war unten. Okay, korrekt. Beide waren unten. Wir haben im Endeffekt jetzt 6 Engines. 3 links, 3 rechts. Einfach nur, um massiv Gas geben zu können. Okay, somit sind wir fertig mit unserem, ja, ganz dezenten Cacher, sag ich mal. Mehr brauche ich nicht mehr, ich könnte noch eine Reihe rammen. Vielleicht mache ich es dann irgendwann doch noch, aber jetzt gerade nicht. Ihr seht nämlich eigentlich eh schon, dass anhand von dem Ganzen, was da hergeschoben kommt, habe ich eh schon erwähnt, die äußeren eigentlich ziemlich nutzlos sind, die sind eigentlich nur Zierde. Wenn man mal eine starke Kurve fährt, dass man dann im Endeffekt da auch was reingeht. Aber es ist sehr selten, ja. Okay, gut. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid zum nächsten Part wieder dabei. Es erscheint heute, ist, damit ihr eine Orientierung habt, es ist 5 vor Mitternacht. In einer Stunde erscheint Cyberpunk 2077. Das wird sich heute leider nicht mehr ausgehen. Ich muss auch noch arbeiten und Familie. Ich muss auch schlafen irgendwann. Leider. Ich schau mal, vielleicht tut sich schnell was. Wenn nicht, wir kommen einen Tag verzögert. Aber
Ja, es ist halt so, es ist egal, die Magazine und großen YouTuber haben sowieso schon vorab Zugang und schon lang Videos online. Also geht's jetzt eh um nichts mehr. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ich relativ zeitnah ein Video rausbringe. Werde ich auch versuchen. In dem Sinne, wir sehen uns. Abo, Like, Comment, wäre cool, supportet mich. Vielleicht kriege ich auch mal so einen Vorabzugang zu sowas. Wenn es ein Survival Game wäre, wäre es natürlich noch schöner. Ihr wisst, ich liebe es. Und bis zum nächsten Mal. Gesund bleiben, meine Freunde. Und ciao.